So, und damit willkommen zurück zu Final Fantasy 8 und wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Jetzt ist die Frage, wo habe ich letztes Mal aufgehört? Ich glaube, ich habe keine Ahnung mehr. Achso, ja, wir wollten ja in den Trabi-Garten. Das war mal besser gesagt. Und wollten dann jetzt zu Ideas Haus, denn wir wollen ja diesen Stream hier, die CD beenden. Aber jetzt gehen wir erst nochmal hier rein, denn wir wollen noch die Selfie-Karte haben. Deswegen einmal nach oben und hier rüber. Würde ich mal behaupten. Bam, 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 bam. Bitte eine Spende für unseren Trabiergarten. Willst du nicht beim Wiederaufbau des ruinierten Trabiergarten mitmachen? Willst du nicht an der Wiedergeburt der Freiheit mitwirken? Na klar. Danke. Ups, ihr seid doch nicht aus Trabia, oder? Von Fremden nehmen wir kein Geld. Ist zwar wirklich nett, aber wir können es nicht annehmen. Oh. Unser Motto heißt, tu es, aber tu es selbst. Ich bitte nur Trabia-Schüler um Spenden. Wir wollen uns selber helfen. Ist eine schöne Sache. Warum auch nicht? Heise, lass uns wieder Kuchen essen gehen. Klar, das machen wir auf jeden Fall. So, und jetzt, du kennst Regeln, du kennst auch sicherlich neue Regeln, oder? Wir können ja deine Dollet-Regeln hinzunehmen. Ein guter Tag, um Karten zu spielen, auf jeden Fall. Nur leider Random Hand. Aber sie hat die Selfie-Karte und die will ich haben. Ganz dringend will ich die haben. Nur leider spielt sie gerade nur Scheißkarten. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Wir werden das hier nicht machen. Wir werden die Karte spielen. Und, oh, das war ein Plus. What? Ah, ja. 4 plus 5 ist 9, 3 plus 6 ist auch 9. Plus. Bam, bam. Beide gehören mir. Okay. Wir spielen die Karte nach oben. Ist meiner Meinung nach sogar das Cleverste gerade. Okay. Ich habe ja so ein bisschen herausgefunden, wie jetzt die ganze selben Plus-Scheiße funktioniert. Deswegen werde ich das auch sehr gut ausprobieren. Denn je öfter ich es ausprobiere und trainiere, desto eher kann ich es dann auch. Oh nein, wir haben die Gilgamesh-Karte. Aber ansonsten haben wir nur Schrottkarten. Also gefühlt. Oh, da ist sie. Da ist die Karte, die ich will. Die kann man nur mit einem auf einen Weg holen. Und das machen wir auch. Ich riskiere gerade meine ganzen guten Karten, aber das ist es mir wert. Ich riskiere es. Ich riskiere die Scheiße. Bumm, gewonnen. Und noch ein Plus. Bitteschön. Da habe ich nämlich drauf geachtet, was für eine Art von Plus. Aber wir haben die Selfie-Karte und das ist das Wichtigste. Sehr schön. Genau das, was ich wollte. Wir werden jetzt nochmal nach Ballamp gehen, denn der Wachdienst meldet sich zurück. Huch, wo ist meine Auflösung? Er hat bestimmt wieder verschlafen. Wer bist du eigentlich? Schon wieder? Gibt's hier eigentlich einen Shop? Er hat sogar den Raketenangriff verschlafen. Wenn er nicht kommt, muss ich weitermachen, richtig? Du machst das schon. Oh mein Gott, der arme Kerl. Der Typ von der Garage ist ein Freund von uns. Er ist der beste Seed überhaupt, allerdings nur in seinen Träumen. Trotzdem beneide ich ihn. Immerhin weiß er, wie es ist, ein Level A-Seed zu sein. Der Schüler, der gerade vor der Garage schläft, ich habe ihn mal gefragt, warum er neulich so glücklich war. Er hat geträumt, dass er zum Level A-Seed befördert wurde. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. A-Seed ist wirklich der beste Seed, den es gibt. Und das werden wir auch noch erreichen. Uns fehlen ja nur 9 Level bis dahin. Beziehungsweise 10 Level. Und das werden wir auch noch machen. Ist für 100. So. Wir wollen aber nach Ballamp, wie gesagt. Denn jetzt werden wir im Moment auch keine Kämpfe oder sonst irgendwas mehr machen. Wir werden jetzt versuchen, Kämpfe zu vermeiden, bis die CD vorbei ist. Und bis wir die Ragnarök haben. Und alle GFs. Das Ding ist, wir kommen langsam auch in die heiße Phase, in der es schwieriger wird. Ja. Ich habe gerade was gesehen, das interessiert mich gerade mal, aber na, nichts Besonderes, okay.
wir wollen, wie gesagt, nach Balampa erstmal, um die Kartenregeln zu ändern, und dann möchte ich, wenn es möglich ist, noch gegen den Karten, gegen den Hotelier spielen, wenn es schon wieder geht, nachdem die Typen abgezogen sind. Oder gegen seine Tochter, das geht ja auch. Erst einmal einen Rund pennen. Geht nicht, okay. Und die Card Queen. Wenn sie um die Welt reisen, verbreiten sich ihre Spielregeln. Die Tauschregel spricht sich langsam herum, wenn sie von Sektor zu Sektor reisen. Je nach ihrer Spielart verlagert sich auch das Zentrum des Spielgeschehens. Es kann auch passieren, dass sich durch meinen Einfluss die Tauschregeln ändern. Stopp. Bin schon ein Depp. Ich muss nicht bei ihr das Ding zurücksetzen, sondern bei ihm. Bei ihm gibt es nämlich nur eine einzige Regel. Immer. Dadurch wird das Ganze zurückgesetzt. Und dann sprechen wir sie an und holen uns Full. Dadurch wird die Full-Regel verbreitet. Ihr müsst nicht gegen die Leute dann spielen. Ihr müsst es einfach nur so machen, dass die Regel sich verbreitet. So, bitte gib mir die Full-Regel. Da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Direct ist auch in Ordnung, aber ist auch ein bisschen blöd. Div ist das zweitbeste, was man kriegen kann, und Full ist halt das Beste. One ist nicht so gut. Div ist auch nicht das, was ich will. Direct, ich will Full. Dankeschön. Mit der Full-Regel gehen wir jetzt nochmal zu dem Typen da unten, damit die sich auch festsetzt. So, dann spielen wir einmal gegen den. Sind wir mal so frei. Wir nehmen auch die Selfie-Karte mal, weil die ziemlich gut ist. Eine der besten, die man zu Spielbeginn haben kann. Wie ich finde jetzt persönlich. Denn schaut euch das an, sie hat jetzt noch einen 6er-Wert unten und ist damit sehr schwer zu schlagen. Ja, jetzt hat er es geschafft, aber es war schwer für ihn. Sag ich mal so. Okay, wir legen jetzt unten Leviathan und dann wäre die Sache gegessen. Wir haben immerhin die Mormol-Karte nochmal bekommen. Ich habe das Löwenherz schon, oder? Ich glaube ja. Moment, Status, Arcanis. Löwenherz. So, wir wollten ja auch noch die anderen Waffen machen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Was brauche ich nochmal für... Achso, ja, das geht ja alles noch gar nicht. Du, der hier, wie es auch immer der One hat, kann die Karte Panemona haben. Die wollen wir. Er spielt nur verflucht langsam. Da ist er auch schon. Boom. Ganz schnell. Bin jetzt richtig flott. Die holen wir uns auch gleich. Ich warte nur darauf, dass er einen kleinen Fehler spielt. Aber er denkt auch nach. Okay. Das ist jetzt blöd für ihn. Und jetzt habe ich gewonnen. Dankeschön. Wieso hast du jetzt wieder auf One geändert? Ich werde keinen Zug fahren. So, änder es bitte wieder zu Full. Wäre ich dir sehr dankbar für. Full habe ich gesagt. Komm, jetzt Full. Jetzt Full. Jetzt. Oh. Das ist gemein, Spiel. Ach, das dauert einen kleinen Moment. Bum, 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 bum. Dankeschön. Schön gucken, dass alles wieder schön voll ist. Wisst ihr was? Das kommt jetzt auch mal hoch. Wenn wir schon dabei sind. Wir könnten auch noch mal ein paar Gil machen. Dann können wir uns das hier alles mal schön hochballern. So, mal wohl. Das müssen wir gar nicht mal. Bei 5,5 Millionen muss man sich echt keine Gedanken machen.
Ja, guck bei ihm, dass ich die volle Regel habe. Du bist ein Arsch. Hab nicht nach der Direct-Regel gefragt, ich hab nach der Full-Regel gefragt. Oh Mann. Wir machen das nochmal. Bis wir die Full-Regel haben. Oh. Geh einfach auf die Full-Regel. Dankeschön. So, und du wirst jetzt die Full-Regel haben. Dankeschön. Ich will nochmal gegen ihn spielen. Mit der Fanamunda-Karte haben wir dann noch eine Top-Karte, die man super hier hinspielen kann. Das funktioniert genauso mit der Leviathan-Karte hier. Und es gibt, glaube ich, bestimmt noch eine, die man dann hier spielen könnte, und eine, die man hier spielen könnte, mit ähnlichen Stats. Bin ich mir sogar sehr sicher. Yo, Lindinho! Willkommen, willkommen. Das, schön, dich auch mal hier zu sehen. So, erstmal überlegen, was spiele ich denn hier gerade zusammen? Nur Schrott. Ich spiele nur Schrott zusammen. Gut. Nur weil ich ein bisschen was ausprobieren wollte. Ja, und ganz gut soweit. Und geht's dir denn auch gut? Hat's einen guten Tag bis jetzt? So, was wollte ich jetzt gucken? Irgendwas wollte ich gerade nachschauen. Wir machen mal ein paar Schrauben. Einmal mal ein paar Karten umwandeln. Ah, okay. Muss ich ab Freitag auch wieder. Ich habe jetzt die nächsten zwei Tage mal frei. Das ist auch mal was Schönes. Normalerweise habe ich immer nur einen Tag die Woche frei. Deswegen ich meistens noch sonntags und montags zum Stream komme. Also es ist mal Mittwoch, Donnerstag. Ist also auch mal was Seltenes, dass ich öfter streamen kann. So, wie gesagt, ich wandle jetzt gerade mal alle meine Karten so ein bisschen um. Ich brauche so viele gar nicht. Ja, finde ich auch. Kann man auch mal ein bisschen entspannt den Tag genießen. Und streamen oder alles macht auch dann mal öfter. Kann ich dann auch mal öfter. Macht dann auch ziemlich Spaß. Was wollte ich jetzt machen? Ich komme gerade schon durcheinander. Gut. Okay, Lebensring brauche ich tatsächlich nicht, aber ich mache ihn mal. Man weiß ja nie. Weiß echt nicht, warum ich das gerade mache. Es bringt mir letzten Endes auch nicht viel. Das sind wir immer abends nach dem Fußball, ansonsten habe ich auch immer kaum Zeit. Ah ja, das kann ich verstehen. Nur ich mache das meistens nicht gern abends, denn abends schaue ich entweder nochmal Filme oder Serien oder mach was mit Freunden oder sonst was. Deswegen habe ich da meistens gar keine Zeit. Sonst würde ich das wahrscheinlich auch machen. Oh, ist schon voll. Okay. Gut. Wo bin ich denn gerade? Cockatrice Feder. Dankeschön. Brauche ich es eigentlich nicht, aber nehme ich dankend an. Flammenmunition kann ich tatsächlich noch herstellen. Das ist gut zu wissen. Und ansonsten... Ja, passt alles. Gut. Oh, Gott, Hilfe. So, was ich jetzt machen werde. Ich werde jetzt mit der Story ein bisschen weitermachen. Damit es auch vorangeht. Denn ich glaube, im Moment kann ich nicht viel machen. Für die Waffen, die jetzt noch offen sind, muss ich erst auf CD3 sein. Denn das schaffe ich sonst gar nicht, an die dran zu kommen. Denn es ist sehr schwer, an Sternensplitter zu kommen. Obwohl, die gehen noch. Aber schwerer ist es dann, an den Mondschein zu kommen. Das geht gar nicht. Den Mondschein brauche ich für eine Waffe. Das ist, glaube ich, die für Quistis. Und wie heißt das andere Teil? Ja, das Löwenherz habe ich schon. Das konnte ich mir schon holen. Es gibt noch irgendwas. Moment, das kann ich eigentlich mal kurz nachschauen. Sekunde. Also, ich habe auch die Ehrgeizwaffe von Xell, also seine Stärkswaffe, und die von mir halt, Löwenherz. Ihre Stärkswaffe habe ich, die hatte ich sogar als allererstes. Traum oder Illusion. Von ihm fehlt mir noch die stärkste Waffe, von ihr und von ihr. Aber für die Sachen brauche ich was ganz Besonderes. Da muss ich aber ganz kurz mal nachschauen, denn es geht über den Kartenwander, dass ich da nachschauen kann.
Erstmal, wie gesagt, brauche ich einen Mondstein, den kriege ich nur von El Noir. Und Energiekristalle. Kriege ich auch aus der El Noir Karte, aber ist leichter, wenn ich es mir dann von dem persönlich hole. Dafür brauche ich dann Rauben und ich muss aufpassen, dass ich das Vieh nicht umbringe, sonst gibt es Erfahrungspunkte und dann kann ich wieder den Spielstand neu laden. Also muss ich da wirklich vorsichtig sein. Ich werde auch übrigens Renoir nicht mit reinnehmen, weil wenn ich mit Renoir spiele, ist das Problem, dass der Hund teilweise auftauchen kann und einen Gegner umbringen kann. Und das ist für so eine Sache, wie ich so gerade mache, nicht gerade hilfreich. Das wären nur unnötige Erfahrungspunkte. Und auf sowas muss man halt immer achten. Ist halt ein bisschen blöd, aber was soll's, weil an sich ist sie schon recht stark. Für Bosse ist sie hilfreich, aber so sollte ich sie nicht mit reinnehmen. Oh Gott, ich mache auf dreifache Geschwindigkeit, das ist mir zu langsam. So, jetzt müssen wir da runter. Wir müssen zu Edeas Haus, hieß es. Zur Mama. Dann muss ich nur den Weg hier hochfinden. Ja, das. Man muss halt auf vieles einfach achten, das ist sonst alles nicht so gut machbar. Oh, ich gehe direkt einfach in die Story. Oh, na klasse, das wollte ich doch gar nicht. Schau mal, Arcanis. Komm, zack her. Oh, das ist eine meiner Lieblingsstellen des ganzen Spiels. Der Kampf hier. Konnte ich als kleines Kind nie sehen, da immer mein Spiel ab hier abgestürzt ist. Das war auf der PS1, ich hatte das Spiel für die PS1, also CD, Ende CD2 ist immer abgestürzt. Dann ging es nicht mehr. Leider Gottes. Was glaubst du, was passiert? Der Feind dürfte uns auch entdeckt haben. Wenn nicht, werden wir zuerst zuschlagen. Kämpfe sind nicht zu vermeiden. Die Hexe ist doch bei denen. Ist das der finale Kampf? Ich hoffe ja. Okay. Wird ein Spaß. Was mache ich zunächst? Ich muss Anweisungen geben. Aber zu viele Anweisungen verwirren die Schüler. Denk nach, wir haben keine Zeit. Triff die richtigen Entscheidungen. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Es gibt eine richtige Reihenfolge, die man hier beachten kann. Also was man für Anweisungen geben soll. Ich würde sagen, es sind Vorbereitungen für den Angriff, Vorbereitungen für die Verteidigung und um die Unterstufe kümmern. Also hier über die Unterstufe. Hallo Ender, no name. Willkommen. Ich bin gerade ein bisschen am Nachdenken, was jetzt richtig wäre. Und vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. So, das dürfte an sich reichen. Ich glaube, mehr muss man nicht dazu sagen. Okay, Arcanis, gib jetzt die Anweisungen durch. Hier spricht Arcanis. Dies ist ein Notfall, hört bitte gut zu. Wir werden gleich mit galvanianischen Truppen konfrontiert. Schwertkämpfer der Klasse 2 zum Radparkplatz. MG-Lizenz Klasse 3 zum Außendeck im zweiten Stock und in Bereitschaft. Vergesst nicht, euch aufzuwärmen. Sie werden wahrscheinlich versuchen zu entern. Wir regeln das Tor und den Schulhof ab. Schüler, deren Einsatznummern mit 8 enden, kümmern sich um die Unterstufe. Das ist gemein, Arcanis. Sorry, Irvine. Ach so, alles klar. Das Ding ist, ich mache ja im Moment so einen No-Level-Run mit No-Death und 100%. Da muss man sich wirklich immer auf alles konzentrieren. Und ich fand jetzt, das wäre auch wichtig, das richtig zu machen für 100%, weil ich glaube, das erhöht sogar das Seed-Level, wenn man es richtig macht. Ich gehöre doch auch zu euch. Ja, sorry. Naja, okay, es erhält Seed-Level nicht. Okay, blöd. War dumm von mir. Was soll's. Ich bitte dich, hey! Aber was sollen wir konkret tun? Wir werden einzeln die anderen Schüler anweisen. Wenn Xell da ist, fangen wir an. Ach, Xell schläft wahrscheinlich. Er sagt, er hätte seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ach ja, die eine Sache? Was für eine Sache?
Ja, hey, was für eine Sache. Wovon redet ihr? Ist kein. Na, oh, was ist hier los? So lange können wir nicht warten. Ich werde in den Schulhof gehen. Mit mir kommen. Verdammt. Ich nehme Selfie mit und ich nehme Irvine mit. Oh, oh. So, das dürfte passen. Christus, du suchst Cell und führst die Truppe am Haupttor an. Verstanden. Und es ist noch Zeit, bis es soweit ist. Die JF braucht ihr noch nicht. Wir gehen in den Schulhof und kommt alle mit. Ich hab's trotzdem schon gekoppelt. Sag mal, was ist mit Renoir? Die halten wir da schon raus, würde ich sagen. Renoir, ich überlasse es euch. Oh, das ist eine schöne Szene gerade. Na, so halbwegs. Bis man in den Garten da sieht. So, jetzt quatschen wir mal mit jedem. Was ist deine Kategorie? Anwärter Level 2, indirekter Zauber. MG-Qualifikation erste Klasse, also dein Posten ist das Deck da vorne. Danke, Sir. Was mit euch? Feuereinheit Level 3, Kadett. Selbe Feuereinheit, Level 1, Trainee. Ich bin vom Sanitätstrupp A. Ihr beide aufs Deck, du nach unten zur Verteidigungseinheit. Verstanden. So weit hast du noch nie gespielt? Okay. Ab hier fängt das Spiel erst richtig an, Spaß zu machen. Und ich konnte früher auch nie weiter als bis hierhin spielen. Also ich kann das schon irgendwo verstehen. Aber es macht ab hier richtig viel Spaß. Ab da geht's jetzt richtig los. Bin zu spät. Okay. Auf deinen Posten. Ja, Sir. Dann gucken wir mal ins Klassenzimmer. Erstmal alle arbeiten lassen. Ich glaube, das kann sogar noch mal das Seed-Level erhöhen. es kommt drauf an, wenn die CDs nicht mehr funktioniert haben oder man nicht weiterspielen konnte, im Allgemeinen einfach, aus welchen Gründen auch immer, kann es ja vorkommen. Das Beste natürlich beginnt jetzt erst. Bin ich ganz aufgeregt. Okay. Ich muss zu denen da hinten. Du bist zur Militärbasis gekommen. Okay. Aber endlich die Feuerzauberklasse erreicht. Habe ich das gerade richtig gesehen? Sei nicht unachtsam, du verbrennst dich sonst. Ich will da durch. Dankeschön. Es geht also. Okay. Wenn du aufgeregt bist, verlierst du 20% Stärke. Nein, ich bin zu aufgeregt. Okay. Okay, wir gehen jetzt erstmal wieder raus. So. Gut, die kümmern sich um alles. Bin zu spät? Ja, ich weiß. Du warst doch eben schon zu spät. Wieso bist du schon wieder hier? Nein, das benutzt das hier. Hütte, dankeschön. Alle Unterstufe zurück in die Klassenräume. Gut, dass wir den angesprochen haben. Eine Hütte kriegt man so selten. Okay, hier ist nichts. Dann sollten wir weiter runter. Sie ist immer noch zu spät. Ich mag auch einfach diese Musik. Wenn sich auf eine Schlacht vorbereitet wird. Einfach eine klasse Musik. Also kann man sagen, was man will. Für mich eine der besten Vorbereitungs- Soundtracks von allen Final Fantasy Teilen. Ja, die Motivation ist gut, ist mein Verdienst. Vielen Dank! Du hast doch das Kommando über die Einheit im Schulhof, Arcanis. Wir werden später dorthin gehen. Alles Gute! Okay, was mit dir? Eine Ehre, mit dir kämpfen zu können. Bitte gib mir ein Seed-Level dafür. Ja. Das stimmt auch. Es ist ein Remaster von vor 22 Jahren. Und trotzdem ist die Musik super. Oh nein, das war mein neuer Spielstand, den ich für mich privat angefangen habe. Na klasse. Ich habe meinen falschen Spielstand gespeichert. Egal. Dann muss ich das nochmal machen.
Der Feind dringt durch die äußere Begrenzung ein. Vor allem an Stellen, die direkt ins Freie führen. Das Haupttor und der Schulhof. Okay. Wir wollen zum Schulhof. Den halten sie schön frei für mich. Vielen Dank auch. Ja. Ich mag vor allem auch die Soundtracks im 10. Teil sehr. Sogar noch mit am besten. Rip-Spielstand. Ja, dankeschön. Den habe ich jetzt schön zerstört. Kann man auch mit euch reden? Ich kann durch euch durchlaufen. Auch cool. Interessant. Dass ich einfach so durch die Leute durchlaufen kann. Ja, auch. Ich laufe durch den Typen durch. Was ist denn das? Nicht gut gearbeitet, die Leute hier. Nicht gut gearbeitet. Alle herhören. Das ist bestimmt unser letzter Kampf. Wir müssen unbedingt gewinnen. Wow, Xell. Herr Karnitz, ich werde hier die Stellung halten. Ich dachte, du schläfst. Na, ich habe deine Ansprache gehört und bin gleich aufgesprungen. Ich habe eine gerade Einsatznummer. Die Stellung hier ist doch okay? Hör zu, Akanis, komm mal kurz her. Was für ein Date? Na, was ist denn, Xell? Mein Bester, du hast doch einen Ring. Ich weiß, es ist ein schlechter Zeitpunkt. Was ist? Schenkst du mir den? Nein, leih ihn mir einfach. Ich werde ihn nicht verlieren. Also, was ist? Was hast du vor? Ach, nichts Besonderes. Leih ihn mir einfach. Was zum, das ist mein Lieblingsring. Naja, ausleihen kann ich ihn schon. Du trägst ihn über den Handschuhen? Willst du mich verarschen? Verlier ihn nicht. Danke, Arcanis. Jetzt kann ich mein Gesicht wahren. Renoir wird sich auch freuen. Renoir? Okay, Arcanis, ich werde die Stellung hier halten. Xell, du bist hier? Och, so viel Story-Input gerade. Ich werde mitkämpfen. Ich werde mitkämpfen. Ich will nicht nur beschützt werden. Wie kann Renoir das sagen, wenn sie nicht zu sehen ist? Ich finde das auch immer ein bisschen blöd gemacht an der Stelle. Man sieht Renoir nicht, aber sie redet mit einem. Wenn ich dadurch jemanden beschützen kann, will ich ebenfalls mitkämpfen. Das soll das letzte Mal sein, dass hier Kämpfe stattfinden. Da steht sie. Aber da sieht man die nicht. Die hätten sie nicht noch ein bisschen nach links verfrachten können. So ein Millimeter. Ich muss kämpfen, sonst werde ich nicht akzeptiert. Doch. Sei aber vorsichtig. Die passt auch gar nicht dazu. Arcanis, komm bitte zurück auf die Brücke. Na gut. Xell, halt hier alles zusammen. Das geht schief. Yeah! Okay, jetzt geht's richtig los. Jetzt beginnt erst der richtige Spaß. Schau! Ab da ging's nie weiter. Ab da konnte ich nichts mehr sehen. Nein, Quatsch. Eine Szene kommt noch. Bis dahin hab ich's geschafft. Und dann konnte ich nicht mehr weiterschauen. Cypher befehligt die feindlichen Truppen. Das wird ein Frontalangriff. Schön, dass der Rivale von Squall auch die Truppen befehligt. Kurs halten! Ich glaube, jetzt kommt die... Jetzt! Das ist die Stelle. Wenn da jetzt diese Cutscene kommt, ab da ging es bei mir früher nie weiter. Also, die, noch bevor die gesprungen sind, hat's gehangen. Und los geht's. Ach, das ist so eine epische Szene tatsächlich. Auch wenn ich die Typen hasse, aber das ist cool. Das ist richtig cool. Mist, wir kollidieren. Nach rechts. Uff. Der Feind ist jetzt im Anflug. Einheiten auf dem Schulhof aufpassen. Lauf nach links. Wir müssen sie gleich zu Beginn abfangen. Vergiss nicht, die JF zu koppeln. Oh ja. Ab da wird es richtig spaßig. So, jetzt muss ich schnell umkoppeln.
Also doch blöd von mir, das gemacht zu haben. Aber egal. Denn ich werde jetzt gleich den Steinzauber brauchen. Ich muss nach da rennen, oder? Genau. Und der war sogar dumm jetzt gerade das zu machen. Lauf, lauf, der Feind kommt von drüben. Hey! Nimm Renoir. Ich hab's von Arcanis. Ich werde dir das gleiche machen. Warte also so lange. Ja, hast du ihn überzeugt? Ich hab nur gesagt, dass er mir es leihen soll. Cooles Teil, aber zu groß. Hier wird überall gekämpft. Lass das und komm jetzt. Okay. Oh, wir müssen uns noch einen Namen überlegen für den Ring. Oh. Ja gut, ich würde dir raten, nicht runterzuspringen. Einfach festhalten. Nein, ich komme nicht ran. Natürlich nicht, du bist viel zu weit oben. Ich brauche ein Seil. Durchhalten, wir sind gleich zurück. Erstmal gucken, dass auch beide Zauber wirken können. Karte Draw Item. Okay, wir müssen ganz kurz so machen. Scheiß auf Items. Das finde ich auch immer wieder cool. Wenn das so szenenübergreifend ist. Scheiße, gibt's denn nichts, was wir machen könnten? Ne, doch. Erstmal schneller laufen. Und genau deswegen habe ich das gemacht. Oh, ein neuer Soldat, den man noch gar nicht kennt. Hat nichts Besonderes. Also fliehen wir. Das Gute ist, dass wir aus den meisten Kämpfen noch abhauen können. So. Hier kann man speichern. Das werde ich jetzt mal kurz ausnutzen. Denn ab einem Level ab muss ich Gott sei Dank nicht komplett von vorne anfangen, aber nur bei einem Game Over schon. Da muss ich darauf gut aufpassen. Wieder nichts, was ich bekämpfen. Obwohl, wir können uns einmal hochheilen. Ein bisschen schneller. Jetzt weg hier. Das Ding ist, sie haben alle nur Vita. Das ist nicht gut. Das ist halt das Ding. Die sind alle auf einem niedrigen Level, genau wie ich. Und deswegen kriege ich auch keine guten Zauber davon. Ach, was soll's. Herr Arcanis, Renoir ist eine sehr gefährliche Situation. Scheiße. Hörst du mich, Arcanis? Die Klassenräume werden angegriffen. Dort sind Schüler von der Unterstufe. Sie brauchen schon einiges Hilfe. Keines Ding an Renoir. Der Feind, der tritt bei. Ich weiß, Renoir ist aber nicht die Einzige, die in Gefahr ist. Finde ich aber nicht nett, Arcanis. Renoir ist doch... Ich muss drei Gruppen bilden. Wer soll in meine Truppe? Ich würde sagen, Irvine und Selfie. Ja. Christus, du bleibst hier bei Show. Verstanden. Irvine und Selfie kommen mit mir. Wir gehen zu den Klassenräumen. Und Xel überlegt dir, wie wir Renoir retten können. Du holst dir auf jeden Fall da raus, okay? Yeah! Das wird jetzt wehtun. Darf ich koppeln? Nein. Noch nicht. Aber hier drüben, oder? Truppe. Xel. Christus. Oh, verdammt. So. Bum, 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 bum. Das dürfte erst mal passen. Herr Karnes, schnell zu den Klassenräumen im zweiten Stock. Die Feinde kommen aus der Luft. Ja, ich komme ja schon.
Zweiter Stock. Zurück. Macht Platz. Und Ausrüstung einfach 500 HP. Ja, das stimmt. Aber das stört mich kaum, denn dann habe ich immer meine Multi bereit. Das heißt, ich kann dann immer mit dem Multi draufhauen. Die Gegner sind ja auch nicht stark genug, um mir jetzt so viel Schaden zu machen, dass sie mich direkt umbringen können. Gott sei Dank. Oh ja, die sind auch cool. Das wird ein Spaß. Und auch eine schwierige Stelle. Aber CD2 schaffen wir heute. Gott sei Dank. Da kommen sie einfach jetzt ins Klassenzimmer gesprungen. Wieder szenenübergreifend. Oh nein, das ist ein Pflichtkampf, oder? Oh Gott. Beseitigt jeden. Okay. Gut, dass wir Zauber vorbereitet haben. Steinzauber for the win. Bitte funktionieren. Es geht. Perfekt. Ich habe es an denen nämlich noch nicht getestet. Es geht. Gott sei Dank. Aber du könntest mir einen Megavita geben. Einmal ein schönes Megavita und dann sind sie alle schön voll geheilt. Und das meine ich, habe ich dir, glaube ich, auch erklärt, mit dem Steinzauber vermeide ich dann auch, dass die mir Erfahrungspunkte geben und das, aber dann aber natürlich auch, dass sie mir AP geben. Ja Gott, mach halt schweigen. Es reicht, wenn zwei zaubern können. Stein. Tu das gleiche. Auf den hier. So, jetzt muss das nur noch treffen. Perfekt. Kampf gewonnen. Easy. Keine Erfahrungspunkte. Keine AP. Gar nichts. Okay. Weil es so gesehen dargestellt wird, als wäre man geflüchtet. Aber es war ein Kampf, aus dem ich nicht hätte fliehen können. Aus dem Grund habe ich das jetzt so gemacht. Ansonsten hätte ich jetzt Erfahrungspunkte bekommen. Und das vermeide ich ja. Der Charakter, den ich gar nicht mehr spielen werde. So verstehe ich das System. Okay, ja. Gut, dass ich jetzt auch mal erklären konnte. Das Ding ist, wenn man sich mal den Status anguckt, kannst du mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte ich noch sammeln darf vor einem Level Up. Irwin darf nur 958 bekommen, sonst kriegt er ein Level Up. Heißt, müsste ich wieder neu laden. Arcanis darf echt nicht mehr viele bekommen. Aber da er oft der Anführer ist, bekommt er bei den Pflichtkämpfen die EXP geben müssen. Natürlich. Ja. EXP. EXP. Ja doch, bekommt er EXP. Ja. Selfie muss ich auch aufpassen. Xel auch. Aber sie ist am ganz schlimm. Nur noch 77 Erfahrungspunkte. Heißt, bei ihr muss ich ganz doll aufpassen. Am besten spiele ich sie einfach gar nicht mehr. Am besten sind Renoir und Irvine, weil die das höchste Level haben. Das heißt, sie brauchen am längsten bis zum Level aufsteigen. Also wieder 0 XP. 0 XP gibt's gar nicht. Das ist unmöglich. Weil es gibt einen Kampf definitiv, bei dem man zu 100% Erfahrungspunkte bekommen muss. Da gibt's auch keine Möglichkeit, dem zu entgehen. Leider. Leider. Ich glaube, ich habe ja auch Odin nicht geholt. Normalerweise ist es ja nicht möglich, an Tomberry zu kommen.
wenn man Odin holen, wenn man Odin nicht vorher macht. Nein, wenn sie tot sind, bekommen sie keine Erfahrungspunkte. Wenn sie K.O. sind, bekommen sie keine. Deswegen konnte ich ja auch hier Ifrit, Shiva und Quetzalcoatl leveln. Aufgrund von Cypher. Habe ich nur mit Cypher gekämpft, damit ich auch die 100% machen kann. Cypher habe ich leveln dürfen. Er und der sind ja ausgenommen. Steht ja auch in den Regeln drin. Da sind nur temporäre Charaktere sind. Die sind nur kurzzeitig dabei. Und den Tomari, den kann man übrigens auch folgendermaßen machen. Man hat normalerweise 20 Minuten Zeit und sonst geht man Game Over. Deswegen, man kann das Gebiet verlassen, wenn man den Tomari König machen will. Und kann es neu betreten, solange man keine Kämpfe dazwischen macht. Man muss nämlich alle Tomaris besiegen, bevor man den Tomari König machen kann. Also hintereinander. Und dann taucht er direkt beim 20. auf. Und deswegen habe ich das so gemacht, habe ich erst so 11, 12 Stück bekämpft, bin dann raus, nochmal neu rein und habe dann den Rest gemacht und habe den Tom Miracle nicht erledigt. Denn Odin ist eine sehr schlechte Idee bei einem No-Level-Run. Ja, das ist die Regel. Das geht so lange, bis ich es durchgespielt habe. Wie gesagt, bei einem No-Level-Run ist Odin echt nicht gut, denn wenn Odin auftaucht, haut er einfach die Gegner kaputt. Das gibt Erfahrungspunkte, deswegen vermeide ich ihn bis zum Ende von CD3. Holen muss ich ihn noch bei CD3, aus dem einfachen Grund. Für 100% muss ich mir auch Gilgamesh holen. Das heißt, und Gilgamesh kriege ich nur am Ende von CD3, wenn ich Odin habe. Ansonsten kann ich Odin auch noch auf CD4 holen, aber dann kriege ich keinen Gilgamesh und dann habe ich keine 100%. Deswegen ist das Pflicht. Ja. Das verlange ich auch von keinem. Also das kann man sich selber stellen, wenn man wirklich mal eine Herausforderung haben will. Wenn man das Spiel gut genug kennt. Und ich kenne es halt schon fast in- und auswendig, deswegen mache ich das. Es gibt auch ein paar Sachen, bei denen ich wirklich keine Ahnung habe. Zum Beispiel habe ich noch nie die Card Queen Quest gemacht, einfach nur weil ich weiß, dass es auch anders geht, an die Karten zu kommen. Und die ist auch nicht für die 100% relevant, weil eigentlich machst du die Card Queen Quest nur, um an alle Karten zu kommen. Aber geht ja wie gesagt auch anders. Deswegen mache ich es anders. Mit dem CC Club kann man alle Karten auch noch holen. Auf CD4. Und man kann dann die Karten umwandeln und nochmal holen. Ist auch noch eine schöne Sache. Also die CC Freaks meine ich damit. Wenn man die gemacht hat, kommen die auf CD4 aufs Schiff und dann kann man gegen die nochmal spielen. Und bei einem von denen kann man alle Karten holen. Wirklich alle. Ausnahmslos. Mehrmals. Außer eine. Eine Karte kriegt man nicht öfter. Das ist die Koyo-Koyo-Karte. Die muss ich auch noch holen. Die gibt's wirklich nur einmalig. Okay, mit ihm kann ich nicht reden. Das heißt, hier bin ich schon mal falsch. Wo muss ich hin? Irgendwas sagt mir, Ebene 2 ist doch richtig. Lass uns Klassenzimmer nochmal. Die weinen aber schnell. Ich hab Angst. Es ist alles okay, folgt ihr einfach. Es ist gefährlich hier, geht in das Lazarett. Gute Arbeit, bringt die Kinder in Sicherheit. Ja. Okay, gehen wir. Ich glaube, das muss man machen. Akanis, Akanis, was ist jetzt schon wieder? Akanis, sofort auf die Brücke, Dr. Katowaki ist hier. Was will sie von mir? Genau das muss man machen, sonst geht's nicht weiter. Oh, ach ja, ich kann gar nicht auf die Brücke jetzt. Habe ich schon ganz vergessen. Kleiner? Verdammt, verfluchter Hexenhaufen. Oh Gott. Bist du okay? Diese verdammten Schweine. Verdammter Hexenhaufen. Okay, ich kann doch auf die Brücke. Mich hat's erwischt. Diese Schweine stellen unseren Garten auf den Kopf. Die Schmerzen. Oh. Okay, wir gehen nach oben. Ich könnte jetzt auch mal durch den Garten laufen. Gegner dürften ja an sich nicht auftauchen. Aber mache ich nicht. Alles gut.
Wie sieht's aus? Die erste und zweite Welle haben wir gleich, glaube ich, stoppen können. Dafür sind die Schüler ziemlich kaputt. Noch eine Welle und... bei euch? Die Truppe am Haupttor hält sie gerade noch... Du meinst, länger geht's nicht mehr? Oh Gott. Die vom anderen Garten sind fast alle Profisoldaten. Wir haben nur Trainees. Wer kann schon sagt, noch ein weiterer Angriff? War mein defensiver Plan ein Fehler, wenn wir von Anfang an angegriffen hätten? Nee, das war alles genau richtig. Das war genau richtig. Genau die drei Sachen muss man beachten. Ansonsten redet er zu viel oder zu wenig. Cypher ist dort drüben bei denen. Du kannst nicht vor ihm weglaufen, stimmt's? Angriff und Defensive ist beides sehr wichtig. Wenn du ein Macho sein willst, ist das die Gelegenheit. Überleg dir die jetzige Situation. Du willst doch nicht etwa weglaufen? Ich werde nicht weglaufen. Niemals. Wenn wir angreifen, haben wir noch eine Chance. Das Problem ist, wie dringen wir in den anderen Garten ein? Wie wär's mit, wenn wir den Gegner rammen? Dann können wir bestimmt rübersetzen. Was der gegnerische Pilot gemacht hat, kann Nida schon lange. Dem stimme ich zu. Dann ist alles klar. Was ist mit Renoir? Sieht nicht gut aus, Akanes. Wir können nicht mehr in den Schulhof. Die haben eine Barrikade errichtet. Wir kommen nicht durch. Oh Mann. Du bist aber auch zu nichts zu gebrauchen, Xell. Außer übers Dach oder aus der Luft. Anders kommt man nicht an Renoir heran. Renoir. Halt, Moment mal. Du hast sie gerade aufgegeben, oder? Ich hab ne Bitte. Du musst Renoir retten. Warum ich angefangen habe? Aus Spaß. Ich hatte einfach Lust darauf, mal so einfach mit den Leuten zu teilen, was ich denn hier so spiele, wie ich spiele. Einfach so rein aus Spaß. Also wann? Ich habe warum gelesen. Gut, ich sollte mal genauer lesen. das war vor, glaube ich, 3 Monaten ungefähr. Da habe ich wirklich, oder 4 Monaten. Also ich kann es nicht genau sagen, aber das warum war auch nice. Okay, also es war so vor so 3-4 Monaten, aber genau sagen kann ich es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich auch mit Final Fantasy 8 angefangen, im normalen Run. Jetzt mache ich halt noch einen mit 100% und allem. Ja, vielleicht gibt es wirklich keinen Ausweg, aber du bist nicht hundertprozentig davon überzeugt. Aber wenn du bist du nicht hundertprozentig davon überzeugt bist, darfst du nichts unversucht lassen. Ich muss die Angriffstruppe... Es ist mir Schnuppe, was du gerade denkst. Tu es für sie, tu es bitte für Renoir. Wir mögen Renoir. Sie ist einer von uns. Renoir wird sich echt freuen. Dazu musst du sie erstmal da rausholen. Ich kenne mich im Galbadia-Garten aus und kann euch führen. Wir halten dir den Weg frei. Wenn du da bist, starten wir den Angriff. Du hast doch einen Job zu erledigen, Akanes. Was? Auf die Brücke. Gib den Schülern Mut, du bist der Kommandant. Okay, ganz wie ihr wollt. Die anderen schauen zu dir hinauf. Was, zu mir? Ich geb mir mal Mühe. Test 1-2, ist das Ding an? Hier spricht der Akanes. Wie fühlt ihr euch? Vermutlich könnt ihr euch kaum noch auf den Beinen halten. Aber hört mir zu. Vereint eure Kräfte und helft mir. Die Zeit ist reif für den finalen Kampf. Bevor die gegnerischen Truppen kommen, müssen wir in den Garten eintreten, Wir werden sie jetzt deswegen rammen. Bereitet euch auf den Aufprall vor. Kümmert euch um die Unterstufler. Wenn der Weg frei ist, werden Irvine, Quistis, Xell und Selfie vorangehen. Wer noch Reserven hat, möge bitte den Stoßtrupp unterstützen. Die Seeds wurden erschaffen, um Hexen zu beseitigen, der Garten und um Seeds auszubilden. Das heißt, wir erfüllen gerade unsere wahre Mission. Eine sehr schwere und harte Mission, aber ich will später nichts bereuen. Aber auch ihr solltet nichts unversucht lassen,
euer Bestes zu geben. Bitte vereint eure verbleibenden Kräfte und helft mir. Kommt davon, wenn man nicht zu langsam liest. Okay. Gut so, das war sehr gut. Vielen Dank. Achtung, wir rammen sie. Jetzt geht's richtig los. Der Spaß beginnt. Die infiltrieren den Galvadia-Garden. Das Rind, was ich noch festhalten kann, das wundert mich. Yeah, wir sind auf feindlichem Gebiet. Seid ihr bereit? Jetzt gibt's eine Party. Für mich, für uns alle, für meine Freunde, für... Das letzte habe ich nicht lesen können. Moment, das sage ich euch gleich. Für unseren Garten. Okay. Okay, kommt nur. Da hinten kommen die anderen. Und ich rette jetzt Renoir. Alleine. Hast du was für mich? Mach, er ist verschwunden. Bitte sucht ihn. Hilft nichts. Schon gut. Warte hier. Da ist er. Da ist er. Warum rennt er auch immer weg? Dieser Bengel rennt immer weg. Dann stolpert er auch noch. Alles okay? Ja. Vorne wartet ein Mädchen, das sich um die Unterstufe kümmert. Ja. Oh, und jetzt kommt einer der spaßigsten und zugleich schwersten Teile. Bei dem man Gott sei Dank nicht Game Over geht. Sich umsehen, bitte. Sehr schön. Hat ja gut funktioniert und wir haben noch sehr viele Leben übrig. Okay, jetzt Konzentration. Okay, das gewinnen wir. Gott, das haben wir gleich. Yes! Erster Versuch! Das war der erste Versuch und es hat funktioniert. Nice! Hab ich noch nie geschafft. Mit einem Versuch. Ja gut, das war auch so schnell, dass ich jetzt noch eine ganze Weile lang diese Szene hier beobachten darf. Die geht auch nicht in dreifache Geschwindigkeit. Kann ich immer noch treten und schlagen? Nee. Abwehren auch nicht? Okay. Kann ich auch loslassen? Das wäre noch lustiger. Aber ich habe den Typen gerade getötet, kann das sein? Da ist sie. Hilf ihr. Sehr schön. Dum, 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 dum. Los, lauf. Drüben müsste der Eingang vom Garten sein. Lauf nach links. Das ist übrigens eine richtig tolle Stelle. Ich mag den Hintergrund hier. Akanis! So, jetzt geht's endlich los. Wir können den Ring umbenennen. Jemand eine Idee, wie wir den nennen könnten. Danke, dass du mich gerettet hast. Ach, schon gut. Der Vertrag mit den Waldorfern besteht nach wie vor. Die anderen wollten es so. Außerdem habe ich dich zufällig entdeckt. Ja, das war reiner Zufall. Und deshalb brauchst du mir nicht zu danken. Ich konnte da nicht einfach runterfallen. Ich habe etwas, das dir gehört, Akanis. Ich konnte nicht einfach verschwinden, weil ich es dir zurückgeben muss. Oh, wie süß. Das ist wirklich lieb von ihr. Dein Ring, Akanis, ich habe ihn mir geborgt. Oh. Also, Xell.
Das ist mein Lieblingsring. Ich will ihn irgendwann zurückhaben. Ein echt cooles Teil. Was ist das für ein Monster? Das ist kein Monster, ein Fantasiegeschöpf, der Löwe. Er ist stark, ein edles und sehr mächtiges Tier. Edel und mächtig, genau wie du erkennst. Dankeschön. Wenn das so wäre. Dieser Löwe hat doch einen Namen. Klar, so, wie sollen wir das Ding nennen? Vorschlag. Irgendwelche Vorschläge. Dürft ihr mir gerne schreiben. Denn ich will auf jeden Fall nicht Griever haben. Ich will irgendwas Lustiges. Oder so. Oder irgendwas Cooles. Was richtig Cooles. Außer Griever. Griever ist zwar auch schon top, aber... Ah, wie könnte man das Ding dann nennen? Oh, mir fällt nichts ein. Ich finde auch immer noch den Dreischreibfehler super. Das Li-Zeichen. Ich habe jetzt leider gar keinen Plan, wie ich das Ding nennen könnte. Was ist das eigentlich? Soll wahrscheinlich auch ein Ö darstellen. So OE. Wisst ihr was? Ich mache jetzt was richtig Dummes. Aber was soll's? Umso lustiger wird's. Das Ding heißt Fluffy. Das ist also sein Name. Ach ja, Xell wollte mir davon eine Nachahmung machen. Ich werde mich dann anstrengen, damit ich auch wie ein Löwe werde. Der Löwe Fluffy. Ja. Aber wenn wir beide den gleichen Ring tragen, werden die anderen denken, das hättest du wohl gern, was? Alle wollen, dass wir zusammen sind. Das merkt doch sogar ein Blinder mit einem Krückstock. Hey, selbst ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Du willst wohl, dass alle denken, wir wären... Wo denkst du hin? Die anderen würden bestimmt schon. Komm jetzt, Renoir. Ja, Sir. Komm jetzt, Akanis. Ey. Ey, nicht frech werden hier. Nicht frech werden. Und rein hier. Da sind's. Wo ist Irvine? Renoir! Schön, dich zu sehen. Bist du okay? Da ist er doch. Ich wollte schon sagen. Die Hexe muss hier irgendwo sein. Niemand zieht doch jetzt den Schwanz ein. Unser Feind wartet auf uns. Vergesst einfach den Namen. Das Verhältnis zu ihm, die Umstände, vergesst einfach alles. Ich zumindest bin nicht so stark, dass ich an sowas denke, während ich kämpfe. Sie ist zum Feind geworden, weil sie den Kampf wollte. Wir haben uns ebenfalls dazu entschlossen zu kämpfen. Wir hatten keine andere Wahl. Zumindest glaube, nein, hoffe ich, dass wir uns richtig entschieden haben. Was ist mit mir? Bin ich etwa derjenige, der unentschlossen ist? Wir sind so weit gekommen. Meine Sorgen wollt ihr nicht hören, oder? Und ab! Wir wollen wissen, was du gerade denkst, Akanis. Wenn ihr es hören wollt, müsst ihr überleben. Auf geht's! Stopp, 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 Charakter. Bum, 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 bum. Und bum, bum. Perfekt. Wir speichern jetzt erstmal und dann gibt's eine kleine Pause. Denn ich muss mal ganz kurz wohin. Ganz dringend. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Nachdem ich gespeichert habe. So. Dann bis in circa 5 Minuten.
So, da wäre ich wieder. Allerdings jetzt nur ganz kurz, denn ich würde gerade mal sagen. Hoppala, Moment, ich habe mein Handy auf laut, warum auch immer. Denn ich habe gerade ziemliche Bauchschmerzen und so möchte ich dann lieber nicht streamen. Würde ich sagen, ich mache später nochmal weiter und mache jetzt erstmal eine Pause für so eine Stunde oder so. Und dann geht es erst nachher nochmal weiter. Ich könnte immer so viel schreiben, weil ich nebenbei arbeite. Das ist kein Problem, mein Besser. Ich höre mich jetzt erst nochmal auf, dann machen wir nachher nochmal weiter. Ich vermute mal so, sagen wir mal um 19 Uhr. Ich mache um 19 Uhr weiter. Denn die Bauchschmerzen sind gerade extrem. Ich muss wohl was Falsches gegessen haben. Okay, ich würde sagen, bis später. Gespeichert habe ich ja. Ich gehe sich auf Nummer sicher und spreche nochmal. So. Und dann machen wir beim nächsten Stream dann auch schön die CD fertig. Okay, dann bis später.